Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier bei 7 Days to Die. Hallo. Wupp, wupp, Hallöchen. Ja, uns ist kalt. Rein mit uns. Die Schlafsäcke lassen wir draußen, ne? Ja, ja, ja. Ja. Vorerst. Warum ist das da hier, Schatzi? Hast du ein Zeichen auch? Was für ein Zeichen? Okay. Oh, guck mal, die Tür steht offen. Ich habe da gerade was gesehen. So, das ist die Abklingphase. Erst dann können sie loslegen. Wie meinst du? Oh. Ich habe schon ein paar aufgescheucht. Oh, alles gut. Alles gut. Hier hinter der Tür. Der gleichen Hammer. Hallöchen, Heiko. Moin. Oh, ich habe keine Ausdauer. Wie macht der das? Wer macht was? Haben wir schon wieder. Den habe ich, glaube ich, tatsächlich gefunden. Ja, ich weiß es gerade nicht mehr, wo ich den her habe. Bleiben wir zusammen oder gehen wir getrennt? Wir können zusammenbleiben. Wenn ihr möchtet. Dann ja, können wir machen, natürlich. Ja, gemeinsam duschen gehen. Ich dachte, du fragst gar nicht. Nachher ausräumen, oder? Erstmal. Eigentlich schon, ne? Ja. Erstmal alle wegmachen. Wie ist denn das, wenn wir eine Kiste oder sowas machen? Und dann? Und so unsere Inventare abholen? Mal wirklich sortieren, bevor wir losgehen. Das können wir machen. Weißt du, ich meine, ich denke, mit der Kiste ist es immer leichter. Können wir erstmal das Haus reinigen, bevor es Nacht richtig wird? Ja, gut, dann gehe ich jetzt hier durch. Gut, Haus reinigen sollte recht schnell gehen. Das ist halt mir schon öfters gesagt und dann war es nicht so. Okay. Ah ja, gut, ja. Die ist verschlossen, oder? Ja. Ich weiß nicht. Oh. Oh, der hat schon wieder. Der hat sich wieder ein bisschen Besuch reingeholt. Ich? Mir? Nö. Das würde ich doch nicht tun, weißt du doch. Ich bin halt einfach ein Frauenheld, weißt du. Ah, träum weiter. Ja, hier verbringen wir jetzt erstmal die Nacht und dann. Ja. Danach gehen wir woanders hin. Genau. Wir haben unseren Plan nochmal überdenkt. Überdenkt? Dacht. Überdenkt. 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 Ah, oh, verdammter Müll. Oh, ich habe Nahrung bekommen. Oh. Dankeschön. Nahrungskiste. Oh, Lachsdosen. Und Tee. Und dieses Speed-Tee-Spray-Gedöns. Oh, hier oben ist ein bisschen was los. Ich kann nicht mehr rennen, ich bin so voll. Bleib unten. Knie nieder. Dann gehe ich halt wieder. wir sollten wirklich unsere Inventare irgendwie vereinigen. Ich dachte, du hast eine Holzkiste gebaut. Oder konntest du nicht? Nee, du hast aber ja gesagt, nö, mach nicht. Doch. Warte, ich setze uns mal kurz hier irgendwo eine hin. Hier, ne? Da vielleicht? Ja. Weiß nicht. Setz mal da kurz eine hin. Geht nicht. Geht nicht. Wieso nicht? Geht doch. Halt. So, da. Okay. Der ist schön. Ja. So, jetzt kannst du mal alles reinpacken und dann packen wir alles rein und dann gucken wir mal, was wir alles so haben. Und was übrig ist von.
Unten steht einer. Ups, ich wollte nicht chatten, ich wollte reinpacken. Also ich pack wirklich mal alles rein, ne? Oh. Da war Stachel. Ja, einmal alles rein. Und dann klatsche ich auch rein. Halt den an für mich. Ja, Teufel, das geht ganz einfach. Du sammelst während des Zuguckens, Chattens, sammelst du Punkte. Ja. Und rechts bei mir im Bildschirm, im Bild, siehst du denn da so Aktionen, die du machen kannst. Und so wie Black Angel gerade gemacht hat, Hashtag liefern Munition. Oh. Und da kommt die Munition bei uns an. Genau, da kannst du kannst uns was Gutes tun, so wie diese Munition gerade. Du kannst uns aber auch böse ans Leder gehen. Ja, das macht der Heiko sehr gern. Und einen wunderschönen guten Morgen, Mario. Hi, Mario. So, jo. Also ich habe jetzt wirklich mal reingepackt, was ich alles habe. Okay, also alles konnte ich jetzt nicht reinpacken, weil kein Platz mehr ist, aber es konnte ich auch nicht stapeln, also ist es auch nicht drin. Ja gut, wir wollten ja gucken, ob wir es stapeln können, irgendwie alles. Alle Gegenstände der Beute. Naja. Nehmen. Ah ja, so, jetzt habe ich gestapelt. Genau. Noch da rein. Okay, ich habe jetzt mal alles drin, bis auf das, was ich stapeln. Okay. Ja. Wieso musst du... Ach, Mann. Hörst du auf mich auf, wenn ich stapel, oder? Ja, warum muss der jetzt auch repariert werden? Was, der Hammer? Ja, ich hab grad ein bisschen Probleme gehabt. Weil alles gleichzeitig kaputt war bei mir. Ja, danke, Mario. Oh, die rennen hier draußen ja wirklich. Ja, du draußen. Ja, ich bin vom Dach gefallen dabei. Oh. Hinterfrag's nicht. Leider. Wie kann ich das schneller rüberpacken? Ich hab's vergessen. Immer da oben. Den Box bin ich da. Alles aufnehmen. Oder? Ich will ja mein Zeug darüber schieben. Nee, da musst du von deinem Inventar aus. Da hat's doch oben diese da rechts, Pfeile. Genau. Jetzt. Richtig. Aber kannst du, was schon drin ist, kannst du ja einfach draufschmeißen. Hab ich. Oder? Mhm. Genau. Genau. So, das ist jetzt also all unser Zeug, was... Doppelt lässt, ja, oder so? Mir eine Spur gegeben hast. Also mein Inventar ist nicht leer. Genau, also das, was ich nicht mehr reinpacken konnte, ist okay. Bei mir noch drin. Genau. Dann, aber so haben wir wenigstens jetzt sortiert. Dann nehme ich doch einfach mal so viel ich kann. Ja gut, wenn du noch was drin hast, dann schmeiß mal bitte alles raus, was du noch drin hast. Weil vielleicht vielleicht hast du was doppelt, was ich noch habe. So, jetzt ist mein Inventar zum Beispiel in dem Sinne fertig. Hast du? Schmeiß mal raus. Was brauche ich denn da zum Reparieren? Gib's mal einfach auf. Stein. Oh Gott, was sind das wieder für Geräusche? Du hast Sprengstoff bekommen. Verletzt. Mir ist schweinekalt. Ach nee. Spawn Geier. Neue Funktion. Oh. Okay, so. Einmal alles rein. Ah nee, ich hab Spawn Geier ja freigeschalten, so. Aber ein bisschen... Was brauchen wir zum Reparieren? Holz und Pflanzerfasern und Stein. Holz habe ich. So ein Scheiß. Da ist ein Stein und da ist Holz. Kannst du das noch machen? Kann ich erst, wenn er wegguckt. Okay, mal. Ich weiß nicht mal, wie man teilen konnte. Ich hab vergessen. Oh Gott. Hat er wirklich ein Geier gespawnt? Ja, hier Heiko. Du Geier, du. Der Typ, ey.
Der will meine Punkte. Oh Mann. So. Danke für das Gammelfleisch, Heiko. Sehr nett. Mit Rechtsklick kannst du halbieren. Ah, mit Rechtsklick und dann rüberziehen. Ah, okay, so war das. Ja gut, dann machen wir es so. Ah, nee, das war der Teufel. Stimmt. Ja, eigentlich entschuldigen. So, jetzt fangen wir schon an mit den falschen Anschuldigungen hier. Ja, der war auch so lila, wie, ja, ähnliche Farbe wie Heiko. Stand der Name nicht dran? Doch, aber es ging so schnell. Es ist alles zu schnell gegangen. Ich glaube, ich habe noch keinen Kojoten bei mir drin. In meiner Kojoten? Liste. Ja, ja. Okay. Wäre mir auch neu. Bei dir ist es, glaube ich. Nee. Nö, wir haben die gleiche Liste. Nee, du bist ja vom Level, glaube ich, schon höher. Und dann hast du auch eine andere Liste. Warum bin ich jetzt schon wieder höher? Wir sind beide Level 4 und an Spielstadium 8, so wie Melle. Du bist einfach der Schlechter von uns allen. Ach so, okay. Ich habe die meisten Kills, aber ich habe hier jetzt kein höheres Level deswegen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, 3 Tode. Ich bin das meisten gestorben. Cool. Okay. Ich mache hier mal noch den... Ich belade mich dann jetzt wieder, ne? Ja, kannst du machen. Oh, guck mal, ich habe Kartoffelsamenrezept. Oh, warte, da kommt ein Kojote. Wo denn? Hier, hinter mir. Auf. Ich kann dir gerade nicht helfen. Nee. Aus der einen Tussi hier ist gerade so ein Viech geworden. Blöd gesagt. Ja. als ich die geschlagen habe, hat die angefangen, auf dem Boden zu rennen. Okay. Stimmt, ich sollte mal was essen. Oh ja, das... Also ich pack jetzt mal das ein, was ich kann, ne? Danke, Mario. Deswegen habe ich das Essen bekommen gehabt. Okay, der brennt. Fackel. Sturm. Wo bist denn du? Treppe. Auf Treppe. Ah, okay. Immer noch bei unserer Kiste. Ah, ich bin an der Bücherei oben. Aber wir da nämlich bald. Da wir nämlich bald loslaufen. Sieh, hinter dir ist eine Kiste gespawnt. Ah, Munitionskiste. Oh, genau die richtige Munition, die ich brauchte. Das ist perfekt. Ja, auf jeden Fall. Muss gleich mal nachladen hier. Ich bin nur gerade hier oben, weil mir eingefallen war, dass hier oben ja die ganzen Bücher sind mit diesen Bauanleitungen und so Zeug. Okay. Die Waffe nicht auf mich. Geht meistens schief bei dir. Aber ich kann dich ja nicht abschießen. Kannst du nicht? Verbündete und in einer Gruppe. Du schießt aber sehr oft auf mich. Aber irgendwas wurde gespawnt. Ja, Mods. Eine Mods-Kiste. Mützenmod und Mündungsbremse. Oh, wir haben doch schon so wenig Platz. So, alles kann ich nicht mitnehmen, aber ich will auch nicht alles mitnehmen. Wir kommen irgendwann hier wieder her, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Genau. Gott, was war das jetzt schon wieder? Aber wo? Da bringt ein Geier. Bei uns. Da oben dahinter. Im Haus drin? Okay. Ja. Ja, der hat sich verhagelt. Habe ich eigentlich keine Spitzhacke mehr? Nix hier. Danke, Mario. Der heilt mich die ganze Zeit. Geht's mir so dreckig? Das ist schön, wenn du geheilt wirst, werde ich mitgeheilt. Dann geht's auch nicht so gut. Oh Mann, warte mal. Das laufe ich ständig durch hier. Ich trinke jetzt mal Bier. Ja, mach mal. Hilft so. Immer. Geht euch du bist schon komplett angezogen. Ich renne immer noch mit Fasernzeug rum, ne? Ja, ich hab's irgendwo zusammengeklaut. Ach ja, du hattest eine Kopfrüstung bekommen, ne? Mhm.
Naja, ich habe hier schon ein bisschen was gefunden, also ich kann mich nicht beklagen. Ich habe nur ein T-Shirt gefunden und so Zeug. Da kommt nochmal. Kommt ein Kriecher. Ja. Der hängt fest. Das ist aber schön. Das stimmt, dieses Gebäude hat ja einen Bunker. Da war ja was. Ja. Ah, stimmt. Stimmt, stimmt. Was macht denn ihr da unten? Die wollen mein Tod. Kann man euch nicht allein lassen. Doch, wir leben. Okay. Doch, das ist doch das Hauptsache, oder? Wir ja. Ab 4 Uhr konnte man, glaube ich, tagsüber laufen, ne? Ja, bevor ich jetzt aber hier auch in den Bunker gehe, gehe ich zu euch zurück. Weil Melle, ich habe ganz viele Rezepte für dich. Ui. Hast du hier schon alles durchsucht? Nee, ich habe noch gar nichts durchsucht, weil wir... Ich habe gerade eh nichts durchsucht. Schatz, du, da ist eine Rüstungskiste für dich. Oh, danke schön. Nee. Das ist immer cool, wenn die Kiste aufgeht. Ich glaube, das ist, wenn es geklaut wird, oder? Schatzi? Kann sein, ja. Da hat es nochmal einen Helm drin. Ja, das ist... Oh, ja. So. Stufe 6 Helm. Ich habe eine Stufe 4 Helm. Warte, da muss ich aber die Mod da raus. Ich habe gar keinen Helm. Ich auch nicht, ich habe nur die Mütze. Aber guck mal, Mel, ich habe hier eine Rüstung für dich. Die Kältewiderstand und Hitzewiderstand verändern. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man eine Sonnenbrille anzieht. Glaubst du das? Ah, das geht gar nicht bei dem. Das? Melle. Lenkt die antreibenden Gase ab, um den Rückschlag zu vermindern. Guck mal hinter dir, Melle. Das hier ist alles für dich. Scheiße, warum für mich? Ja, Rezepte und so Zeug. Und Strider, das hier ist für dich. Cool. Danke, Heiko. Ach, du verteilst schon die Berufe. Okay. Oh, die Zigarre vom letzten Mal. Sehr gut. Sehr gut. Die ziehe ich mir natürlich sofort an. Die Mündungsmod. Habe ich gerade keine Ahnung, wo ich die reintun muss. Steht auch nichts mit dabei. Wenn du es nicht weißt, wo rein, dann egal wo rein. Hauptsache, es ist irgendwo drin. Das bringt immer was, Mods drin zu haben. Es ist auch egal, ob es in der schlechten Waffe ist oder so. Ach so, das muss in die Waffe rein. Das wollte ich wissen. Vielen Dank für die Ausrüstung. Ja, vielen Dank. Geschickt. Verändern? Ah, okay. Dann alles klar. Das sieht jetzt schon wieder affig aus. Mein Charakter. Okay. So, dann können wir loslaufen. Kiste ist noch. Ja, wir müssen später nochmal holen. Ich habe hier noch so ein Stufe 4 Alteisenhelm, falls jemand braucht. Ich habe hier so eine geile Kapuze bekommen. Kapuze oder Helm? Die ist gefüttert. Die wichtigen Sachen mit. Also ich hätte theoretisch noch ein bisschen Platz im Inventar. Ja, ich nehme wenigstens die. Also ich habe jetzt, hätte ich jetzt auch noch. Ich habe jetzt überladen 4. Ich kann also noch. Überladen bin ich noch. Ich teile mir das so oft, dass wir in etwa alle gleichmäßig überladen sind. Wenn schon. Wenn schon der. Gleichmäßig schwer, ne? Ja. Guck mal, der Bogen ist besser als der. Dann kann ich den hier zerteilen. Ich bin gleich fertig. Ja. Machen wir mal ein bisschen Licht. Hier ist nochmal Holz. Und hat noch jemand Gammelfleisch bei euch? Ja. Nein. Ja, passt. So, uns schaut das Getränke habe ich jetzt und Essen habe ich jetzt zumindest mal. Sehr gut, dann können wir ja los. Vitamine und Naschen. Die Verbände nehme ich auf jeden Fall mit. Oh, warte. Was ist das da gewesen? Jetzt guck noch mal rein. Ach, wieso habe ich jetzt das aufgehoben? Es
Das ist eine gute Frage. Weil du es nicht sehen kannst, dass jemand Müll wegschmeißt. So. Also jetzt noch Müll. Nimm das Klebeband auf jeden Fall mit. Okay. Mellet, hast du noch kein Knochenmesser, wenn ich das richtig im Kopf habe? Nee, ich habe keins. Da. Aber die geht ja eh nicht auf Jagd. Ja, aber falls er trotzdem mal so einen toten Hauf findet. Oh Gott, Silly Vote bei mir. Okay, komm, auf geht's. Ist da noch viel? Nee, das ist jetzt unnötiges Kram erstmal. Das ist eine harte Kerl-Sonnenbrille. Die passt zu meiner harte Kerl-Ding. Zigarre. Also ich kann die halt nicht anziehen, weil ich einen Helm anhab. Irgendwann brauche ich eine. So, jetzt habe ich Sonnenbrille und Zigarre. Wie geil ist das denn? Okay, dann hier rüber, zack und raus. Halt. Ja, wir müssen Riesenköpfe. Ihr müsst für C abstimmen, Riesenköpfe. Was gibt's Geileres? Kommt schon, Leute, Riesenköpfe. Was? Ja? So. Wir kommen aber wieder zurück. Ja, wir kommen wieder. Aber guck mal, Spelle, hier. Schlafsäcke. Schlafsäcke, genau. Hier außen ist ja eigentlich recht viel Ebene. Weißt du, was ich meine? Warte. Jetzt Klamauk. Nee, Konfetti. Sehr schön. Wenn du da wieder drauf haust. Ja gut, es ist doch ebener, als ich eine Erinnerung hatte. Hier oben drauf. Ja. Du machst das bloß die Kälte zu schaffen, ne? Ja, mir wäre das tatsächlich nur die Kälte eigentlich dann. Ja doch, also doch eine Verteidigung kannst du hier bauen, stimmt. Was? Abstimmung? Oh. Was gibt's bei dir denn? Wollen wir denn hier bleiben? Oder wollt ihr runter? Ihr beide sagt's jetzt. Wir probieren's hier. Okay. Grasland hatten wir schon. Ja, gut. Dann okay. Guck mal, hier ist steil wie Sau. Die müssten ja rein hier praktisch fliegen können. Ja. Guck mal, selbst der Puma da unten hat zu kämpfen. Ja gut, von der Seite, das stimmt. Da bist du eigentlich relativ sicher. Ja klar, da kommt trotzdem eine Mauer hin, aber... Mädels Party! Zumindest stand ich nicht diesmal ohne Hütte drin. Konfetti! Ich will doch weg, ich will doch Druck haben. Nein, ich will doch Konfetti. Jetzt stehst du auf wieder. Happy New Year! So. Oh, Backe. Okay, dann würde ich sagen, dann soll ich mich um die Verteidigung wieder kümmern? Ja. Wenn du möchtest. Okay, dann brauche ich ganz viele Steine. Also die kämpfen sich schon ab da hoch. Nein, aber ich glaube, ich werde diesmal mit auf die Buddel-Aktion gehen. Ja, bitte. Dann geht's einfach ein bisschen platter. Ich hab Hunger. Okay. Gut, warte mal, dann packe ich aber oben in die Kiste nochmal mein Zeug rein. Weil wenn wir eh hier bleiben, kann ich da oben nochmal reinklatschen. In das Haus noch nicht mal, weißt du das? Naja, ich würde jetzt hier im Haus sagen, wo die Küche ist, ist die Küche. Da wird auch die Küche gebrannt. Also wir wollen ein schönes Haus bauen, ne? Ja. Wir machen daraus ein schönes Haus, ja. Haus machen. Dann übernehme ich die Garage als Arbeitswerkstatt. Okay. Die Garage, die ist doch ganz gut, wenn wir Autos... Ja, gut. Ja, jetzt bestimmt irgendwo ein Werkraum. Und wenn du unten im Keller bist... Ja gut, dann ist es der Bunker. Dann wird es der Bunker. Ah, der Schutzbunker, okay. Der Schutzbunker als geheimes Labor. Ja. Ja. Ist das eine Erlaubnis? Dann müssen wir aber jetzt noch irgendwo unsere Schlafsäcke hinsetzen. Ich habe mein Schlafzimmer schon ausgesucht. Arr. So, Steine habe ich hier, da habe ich Pflasterstein. Okay. Wie, du hast Schlafzimmer ausgesucht? Ja. Wenn ich es richtig im Kopf hatte, war da irgendwo ein Schlafsack. Ein Schlafzimmer. Ach so, scheiße. Die scheiß Ratte da. Wo ist mein Schlafsack? Ja, hast du eingesammelt? Ja. Kerlchen. Ja.
Nehme ich das zugige Zimmer hier? Oder? Mit dem Loch? Und ich wohne in der Bücherei. Weiter bin ich ja irgendwie auch noch nicht gekommen. In diesem Haus. Geht's hier noch höher? Auch noch viel höher. Und wo geht's da hoch? In die Bücherei. Außerum. In mein Zimmer. Ja, ich hab Nahrung. Wo bist du? Hm? Ach da. Oh, auf die Kommode. Ich kann essen, dankeschön. So, und das hier okay. Hinten wird in mein Schlafzimmer. Darf ich denn deins Schlafzimmer mitbenutzen? Meinst du jetzt mich? Nee, mit dir will ich nicht mehr. Oh komm jetzt, ey. Ich habe gar kein Schlafzimmer. Ich liege hier auf dem Gang, so wie es mir hier gefällt. Ich habe eins gefunden. Ich glaube, ich arbeite mich von unten nach oben. Na, komm. Leg dich hin, du kleiner Schlafsack. Wir brauchen dann trotzdem noch irgendwo ein, sag ich mal, Kistenzimmer. Geht nicht. Dann lege ich mich erstmal ins Büro oder so. Tust du die Wand einreißen? Ja. Nein, da unten das Holzgitter hier von der Treppe. Geländer. Ja. So. Und hier ist dein Schlafzimmer, oder wie? Ich habe gerade kein Schlafzimmer. Ich liege oben im Flur. Okay, weil hier wäre ein Bett. Ja. Wo packen wir denn Kisten jetzt hin? Das sollten wir jetzt trotzdem entscheiden, kurz. Oder packen Kisten? Packen wir die ja, Vorläufen Kisten. Jetzt erstmal da oben zu der anderen? Ja. Ja, können wir erstmal da hinschmeißen. Oh, okay. Wollen kann ich später. So, ich werde aber schon mal anfangen, draußen mit ein bisschen Barrikade aufzubauen, dass die uns nicht gleich von allen Seiten einrennen können. Ja. Ja, wenn da noch irgendwo Löcher sind, müssen wir auch irgendwie Löcher stopfen. Wie hieß denn die Kiste? Ach, Aufbewahrungstruhe, Gott. Schreibt's halt noch komplizierter. Pflaster. Lebenbuchen braucht ich damit auch. Haben wir ja auch oben. Oder hat das. Ne, warte mal. Lebenbohnen ist oben, glaube ich, drin. Danke fürs Öffnen. Leben ist da, ja. Ich habe jetzt nochmal 3 Kisten außenrum gepackt. Pack mal. Lagerfeuer, wo ist das? Draußen vor der Tür. Kann man hier wieder eins rein tun? Wo ist denn der Leben? Ich habe hier den in meinem Inventar. Achso. Rechte Kiste. Ah. Okay, und dann gucke ich gleich mal nach ein paar Punkte verteilen. Stimmt, das haben wir auch noch. Wo du hattest letztes Mal das geskillt gehabt mit mehr Stein, mehr Rohstoffe. Ja. Weißt du noch, wo das war? Unter Stärke. Bergarbeitermeister, ne? Ja. Und Hauptader? Nee, beide. Sammle mehr Rohstoffe und schnapp dir die Hauptader, okay. Also ich habe beides geskillt. Mhm. Ich habe mal links unten Heilmittel und so Zeug drin. Und links oben Munition. Holz. Holz ist auch gut. Das bekommen? Okay. Ja, das Holz lege ich gleich rein. Oh, hinter uns. Siehst du, und deswegen ist es eigentlich vollkommen wurscht, was für eine Mauer wir haben. Mein Bein ist verschlafen. Ja, wenn die kommen, ja. So, das war's aber mit der heutigen Folge. Danke und bis zum nächsten Mal. Wunderbar, so ein Geier hier. Ciao, ciao. So jetzt. So, okay. Bis zum nächsten Mal. Boah.